Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir uns einmal ein paar Aktien und ETFs anschauen, die unregelmäßige Dividenden ausschütten. Eine Aktie, die wir hier dabei haben, zahlt bis zu 14 Mal in einem Jahr aus. Andere zahlen jedes Jahr gefühlt in einem anderen Monat aus. Aber auch bei Zahlungen im gleichen Rhythmus kommt es oft zu ungleich hohen Dividenden. Doch bevor wir anfangen, das hier ist natürlich keine Anlageberatung. Ich finde auch nicht alle hier genannten Aktien gut, also bevor ihr irgendwo investiert, macht noch euren eigenen Research. Jedoch starten wir sofort mal mit den ETFs. Bei den ETFs haben wir hier drei Stück und die sind alle drei jetzt in diesem Fall von iShares. Hier sieht man zum Beispiel der Emerging Market SRE, der zahlt nur zweimal im Jahr aus und relativ gleiche Dividenden. Ich habe hier auch mit den Grüntönen nämlich einmal quasi verdeutlichen wollen oder verbindlichen wollen, wo diese ETFs zum Beispiel am meisten Dividende zahlen. Beim Emerging Markets US Dollar ETF ist es nämlich so, dass die meisten Dividenden dann im September kommen werden. Machen wir aber auch direkt weiter mit der nächsten Gruppe und das sind hier die Aktien aus Japan. In Japan ist es oft so, dass sie mehr oder weniger alle 6 Monate zahlen. Dann muss man natürlich auch noch oft bedenken, dass das Ex-Date, also das Datum, wo man die Aktie erhalten muss, um berechtigt zu sein, diese Dividende an dem Tag dann zu erhalten, oft 3 Monate zuvor war. Das heißt, man muss eine Aktie zum Beispiel bereits im März halten, um dann im Juni die Dividende zu bekommen. Hier habe ich auch einmal 3 verschiedene mitgebracht und man sieht hier diese Zahlen halt auch mal zu ungewöhnlichen Monaten aus. Denn zum Beispiel der November gibt es eher weniger Aktien, die dort auszahlen. Also hier zum Beispiel Shin-Etsu und Seven and I sind da eine Variation, die man halt zum Beispiel wählen kann, wenn man in diesen Monaten Dividende haben will. Dann kommen wir zu den südamerikanischen Aktien und dann haben wir als erstes hier 2 aus Brasilien. Und in Brasilien ist es so, egal welche Aktie ich mir dort anschaue, es scheint dort gang und gäbe zu sein, einfach die Dividenden dann auszuschütten, wenn man gerade Lust drauf hat. Es gibt kein ersichtliches Muster. Es gibt noch nicht mal 1 Monat, in dem sie jedes Jahr oder 3 Jahre hintereinander ausgezahlt haben. Das Einzige, was ich bei AMBEV gefunden habe, ist, dass sie oft wirklich im Januar bereits eine Dividende auszahlen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine ganz kleine Position bei AMBEV und jetzt habe ich auch eine 50 Euro Position bei Banco Santander eröffnet. Ich finde sie halt interessant, da man mit diesen Dividenden auf jeden Fall nicht rechnen wird, da man nun mal auch nicht wirklich weiß, wann diese auszahlen. Dann kommen wir zu einem weiteren Abfüller und der ist ähnlich wie AMBEV, nur bedient er die andere Hälfte, also hauptsächlich alle südamerikanischen Länder außer Brasilien machen sie halt Abfüllanlagen und also füllen die Getränke für bekannte Marken an. Sie zahlen hier zum Beispiel nur im Januar und Mai aus. Man sieht auch hier, das meiste kommt dann im Mai. Also schon mal auch eine sehr interessante Aktie, da sie jetzt nur am Anfang des Jahres 2-mal eine Dividende auszahlt. Dann kommen wir zu den holländischen und französischen und englischen Aktien und hier haben wir schon einige dabei. Da sieht man auch, dass es nicht gerade wenig gibt. Hier möchte ich nochmal besonders drauf eingehen auf Games Workshop, denn sie zahlen mehr oder weniger halt immer im gleichen Rhythmus, aber man merkt sich, das verschiebt sich dann immer 1 Monat nach vorne oder nach hinten. Deswegen habe ich jetzt hier in den letzten 4 Jahren einmal geschaut, wann haben sie Dividende gezahlt. Jetzt natürlich auch dieses Jahr, da wird noch 2-mal jetzt wahrscheinlich Richtung September, November noch ausgezahlt. Da wird wahrscheinlich noch was hinzukommen. Man sieht, hier hat man auch eine relativ zuverlässige Zahlung im Januar. Meistens auch dann im März, das kann sich aber vielleicht auch in den April verschieben. Und dann sieht man, ab dann wird es auch wirklich schwammig. Auf jeden Fall eine interessante Aktie. Ich finde sie nur aktuell ein bisschen teuer, aber sie ist durchaus auf meiner Watchlist. Dann haben wir hier auch noch Reckitt Benckiser. Die zahlen eigentlich relativ zuverlässig im Mai und dann im September. Jedoch haben sie dieses Jahr das erste Mal dieses Muster
gebrochen und werden erst im Juni auszahlen. Und ja, dann weiß ich auch nicht, wird die nächste Dividende wirklich dann noch im September kommen oder wird sich das möglicherweise sogar in den Oktober verschieben und wird sich das dann nächstes Jahr wieder zu den normalen Daten oder halt wieder zurückschieben. Auch noch eine kleine Besonderheit ist hier die Heineken-Aktie. Da sieht man zum Beispiel die Zahl einmal im Mai aus und einmal im August aus. Und das ist sehr nah beieinander, aber die anderen Monate, da muss man dann halt sehr lange wieder auf eine Dividende warten. Das ist natürlich auch ein sehr interessantes Muster. Dann kommen wir zu den deutschen Aktien. Und deutsche Aktien sind ja bekannt dafür, dass sie nur einmal im Jahr auszahlen. Und hier habe ich einmal eine Reihe mitgebracht. Hier sieht man auch zum Beispiel bei Sektschloss Wachenheim habe ich hier diese Pfeile eingezeichnet. Das bedeutet, dass die Dividende halt wie bei Reckitt Benckiser halt zwischen diesen zwei Monaten halt immer schwankt. Und dann kann es natürlich sein, dass sie entweder im November ausgezahlt wird und wenn sie nicht im November ausgezahlt wird, wird sie im Dezember ausgezahlt. Hier sieht man dann auch, die Deutschen zahlen gar nicht mal immer alle im selben Monat. Man sieht hier zum Beispiel Siemens Health und auch die normale Siemens Aktie, die zahlen immer im Februar. Aber auch Hornbach zahlt im Juli aus. Das heißt, man hat hier wirklich so 5 Monate, in denen diese deutschen Aktien auszahlen. Jedoch gibt es halt solche kleinen Nebenwerte, wie zum Beispiel eine Schloss Wachenheim, die dann halt auch später im Jahr auszahlen. Dann kommen wir zu amerikanischen Aktien. Diese sind ja eigentlich immer bekannt dafür, dass sie sehr, sehr regelmäßig auszahlen. Jedoch möchte ich euch einige Aktien vorstellen, bei denen das nicht so ist. Die erste Aktie dabei ist die CME Group. Hier sieht man, hat man auf einmal 5 Dividenden. Und das ist so, dass meistens im Januar eine Sonderdividende gezahlt wird. Diese ist auch um einiges höher als die normalen Dividenden, zum Beispiel, zumindest jetzt in der Historie. Es kann aber auch sein, dass diese Sonderdividende halt schrumpft oder ganz wegfällt, denn diese wird nie wirklich garantiert, sondern sie wird, wie der Name schon halt vermuten lässt, einfach nur obendrauf nochmal gezahlt. Jedoch waren sie in den letzten Jahren, zumindest was diese Sonderdividende angeht, sehr, sehr zuverlässig. Dann kommen wir zur Blackstone Group. Blackstone Group ist ein Alternative Asset Manager und sie zahlen zwar in dem gleichen Rhythmus immer aus, jedoch zahlen sie eigentlich immer das, was ihnen gerade halt so passt, was sie halt nicht mehr brauchen, was sie an Gewinn gemacht hat, einfach weiter an die Aktionäre aus. Dadurch hat man sehr stark schwankende Dividenden. Dann kann es auch sein, dass es halt ein Jahr mal ein bisschen mehr im Mai ist. Manchmal ist es dann viel weniger im Mai. Also hier muss man sich quasi erst überraschen lassen, was haben die erwirtschaftet. Und das wird einem dann auch immer ausgezahlt. Dann kommen wir zu Main Street Capital. Und das ist eine Aktie, die zahlt bis zu 14 Mal im Jahr aus. Denn zusätzlich zu den monatlichen Dividenden gibt es oft im Juni und im Dezember eine sogenannte Sonderdividende. Und diese ist jetzt nicht hundertprozentig sicher. Die letzten beiden Jahre war es nicht so, dass diese gezahlt wurde, jedoch zuvor war es auch schon so, dass diese dann regelmäßig gezahlt wurde. Es kann natürlich sein, dass dann im Jahr 2021 diese wieder zurückkommt. Dann haben wir auch eine sehr besondere Aktie und das ist Costco. Sie zahlen ungefähr alle 3 Jahre eine Sonderdividende aus, aber bei der lohnt es sich auch wirklich. Denn diese ist teilweise 14 Mal so hoch wie die eigentliche Dividende, also zumindest die Quartalsdividende. Das bedeutet, dass man hier an diesem ein Paydate quasi mehr als das Dreifache der Jahresdividende auf einmal bekommt. Jedoch kann man nie voraussehen, wann sie das zahlen und da muss man sich halt auch mal überraschen lassen. Jedoch, wenn man Costco halt mag und das hat schon einige Gründe, warum man diese Supermarktkette halt mögen könnte, dann ist das durchaus spannend, halt immer auf diese Sonderdividenden zu hoffen. Dann kommen wir als letztes noch bei den amerikanischen Aktien zu einer sehr bekannten Aktie und das ist die Coca-Cola-Aktie. Sie zahlt in einem eher ungewöhnlichen Muster aus,
Denn anstatt die Dividende im Januar auszuzahlen, zieht Coca-Cola diese immer einen Monat nach vorne und zahlt diese schon im Dezember aus. Dadurch hat man dann halt so ein kleines unregelmäßiges Auszahlungsmuster. Hat man also zum Beispiel jetzt eine Aktie, die stark im Frühjahr auszahlt, Richtung Januar, Februar, kann man diese auch gut mit der Coca-Cola-Aktie zum Beispiel kombinieren und man hat automatisch mehr oder weniger wieder eine gleichbleibende Dividende. Dann kommen wir zu Hochdividendenaktien und hier fangen wir an mit den russischen Aktien. Und hier haben wir auch wieder Aktien, die zum Beispiel nur einmal auszahlen, das sind nämlich die Sberbank und die Gazprom, einmal im Mai und einmal im August. Das heißt, sollte man mehrere deutsche Unternehmen haben, die ja von Februar bis Juli auszahlen, könnte man dann quasi das Ganze nochmal erweitern mit Gazprom. Dann hat man auch noch eine Dividende, die im August gezahlt wird. Auch ähnlich wie Gazprom zahlt halt Mobile Telesystems im August, aber auch nochmal im November. Das sind auch zwei sehr hohe Dividenden, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Dann haben wir eine Aktie, die wieder sehr unregelmäßig wie Games Workshop auszahlt und das ist Quibi. Die zahlen auch nicht unbedingt immer viermal im Jahr aus, manchmal ist es dreimal, manchmal viermal. Also da weiß man auch nicht, wie oft man Dividende bei denen erhält. Und hier sieht man in den letzten 4 Jahren zweimal im April gezahlt, einmal im Mai, dreimal im Juli, dreimal im September und zweimal im Dezember. Wenn man also den Monat September oder Juni noch ein bisschen stärken will, ist das durchaus eine gute Variante. Dann kommen wir zu sehr international breit gestreuten Aktien. Dann haben wir hier einmal Want China. Auch wenn diese Aktie für nur ein paar Cent gehandelt wird, ist das nicht unbedingt im klassischen Sinne ein Penny Stock. Denn ein Penny Stock sind oft nicht profitable Unternehmen. Hier haben wir eigentlich nur einen Penny Stock aufgrund der lokalen Währung. Die chinesische Währung ist nun mal etwas niedriger bewertet. Deswegen wirkt in Deutscher, also in Euro, einfach diese Aktie so günstig. Jedoch ist das oft eine Sache bei internationalen Aktien. Diese können durchaus etablierte Unternehmen sein und werden für einige Cent gehalten, handelt, sind aber nicht im klassischen Sinne ein Penny Stock. Dann haben wir noch Hellenic Telecom, ein Telekommunikationsunternehmen aus Griechenland, Shoprite, eine Supermarktkette aus Südafrika, die Warschau Stock Exchange, ja, eine Stock Exchange aus Polen. Dann haben wir noch Iberdrola und das ist ein Energie- und Wasserversorger aus Spanien. Und als letztes haben wir hier Overseas Chinese Banking, das ist eine Bank aus Indonesien. Wir sehen hier also sehr viele unterschiedliche Auszahlungsmuster. Ich werde auch diese Tabelle einmal unten in der Beschreibung verlinken. Dann könnt ihr euch diese anschauen, denn es ist eigentlich viel zu schade, auf gute Aktien wie zum Beispiel eine LVMH, eine ASML, vielleicht sogar eine Fresenius aus Deutschland zu verzichten, nur weil man dem den Auszahlungsrhythmus abgeneigt ist. Vielleicht kann man hier ja sogar ein bisschen kombinieren und dadurch einen relativ gleichmäßigen Cashflow generieren. Das soll es aber für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.